Okay, guten Morgen. Einführung in die Geophysik 1 heute. Wir werfen zu Beginn einen kurzen Blick auf die Inhalte. Terminlich ist ja letztes Mal leider ausgefallen. Ich hoffe, das haben Sie auch alle mitbekommen, dass keiner vor leerem Haus stand. Dann werden wir heute am 13.12. die elektromagnetischen Verfahren nochmal weiterführen. Da werde ich gleich darauf eingehen, was da die konkreten Inhalte sind. Und nächstes Mal, noch vor Weihnachten, werden wir dann mit der Geoelektrik beginnen, was im Prinzip auch ein elektromagnetisches Verfahren ist, was allerdings bei der Frequenz Omega gleich 0 arbeitet, ein sogenanntes Potentialverfahren. Gehört aber auch eigentlich in die Kategorie der Elektromagnetik. Und das werden wir dann im kommenden Jahr am 10.01. auch noch weiterführen. Und dann geht es zu anderen Potentialverfahren, Gravimetrie und Magnetik. Genau, heute ist ja geplant, eine Wiederholung zunächst, was wir das letzte Mal an der Tafel ausführlich dargestellt haben, habe ich Ihnen heute in kompakterer Form in dieser Präsentation eingebettet. Das ist auch, soll auch eine Wiederholung sein, also die wesentlichen Maxwell-Gleichungen nochmal in Erinnerung rufen, nochmal erläutern, was die bedeuten, weil die ja grundlegend sind für die Beschreibung der Elektromagnetik insgesamt. Dann wollen wir besonderes nochmal die Materialgleichungen anschauen, weil die relevant sind für die Beschreibung der Materialeigenschaften. Die wollen wir ja letztlich mit geophysikalischen Methoden in der Erde rekonstruieren. Wenn wir dann die Maxwell-Gleichungen anschauen und bei hohen Frequenzen die Lösung anschauen, kommen wir auf eine sogenannte Telegraphengleichung. Die haben wir das letzte Mal auch an der Tafel hergeleitet. Die schreibe ich Ihnen nochmal hier in der Präsentation an die Wand. Die werden wir nochmal kurz diskutieren. Und anhand dieser Telegraphengleichung kann man zwei wesentliche Charakteristika der von Wellen darstellen, nämlich man sieht deren Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Form dieser Gleichung, nämlich das ist eine Wellengleichung und diese Wellengleichung hat auch einen Dämpfungsterm und da kann man sehen, welche Parameter hauptsächlich für die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen verantwortlich sind. Also das ist im Wesentlichen eine kurze Wiederholung und dann wollen wir heute eigentlich in Ruhe und etwas ausführlicher als das letzte Mal, da haben wir das begonnen, aber nicht abgeschlossen, das Georadar erläutern. Das ist eben die Hochfrequenzlösung für die Maxwell-Gleichungen. Diese Telegraphengleichung ist da sozusagen, beschreibt da die grundlegende Physik. Und wenn wir erst das Messprinzip kennenlernen, nochmal die Ausbreitungsgeschwindigkeiten so ein bisschen diskutieren, wie auch die Ausbreitungsgeschwindigkeiten sich in verschiedenen Materialien sich verhalten, insbesondere wenn Wasser im Spiel ist, hat das einen großen Einfluss auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und dann schauen wir uns an, wie die Wellen sich ausbreiten. Wir werden also sehen, dass es ganz ähnlich ist zur Seismik. Also wir haben auch Reflexionen und Diffraktionen. Das werden wir sehen. Wir haben das Brechungsgesetz, welches gilt, werden wir kurz anschauen. Und dann muss man auch hier beim Georadar eine Geschwindigkeitsanalyse durchführen, auch ähnlich wie in der Seismik. Da wollen wir das an der Tafel nochmal anschreiben, und zwar für diffraktierte Wellen. Ich werde erläutern, was das bedeutet, also eine Streuung an einem lokalen Objekt. Und diese Wellen haben eine bestimmte Laufzeitkurve und die sind beim Georadar besonders hilfreich und wichtig, weil das Georadar auch insbesondere zur Detektion so kleinräumiger Anomalien verwendet wird, die sich als solche Diffraktion, die sich als eine solche Diffraktion in den Daten dann darstellen. Dann noch die Diskussion der vertikalen Auflösung beim Georadar und der lateralen Auflösung, auch an der Tafel. Eindringung, die auch absichtlich von der Dämpfung abhängt, werden wir diskutieren. Und zum Schluss ein paar Anwendungsbeispiele, die Ihnen so das Potential oder das
einfach dieses Anwendungsgebiet nochmal näher bringen soll. Das ist der ausführliche Plan für heute. Also wir beginnen nochmal mit der kurzen Wiederholung der grundlegenden Theorie. Sie dürfen nach wie vor gerne zwischenfragen. Also die theoretischen Grundlagen. Sieht kompliziert aus, ist es vielleicht auch. Wir wollen die Prinzipien hier nochmal diskutieren. Also grundlegend sind die sogenannten Maxwell-Gleichungen, die James Clerk Maxwell im 18. Jahrhundert zusammengestellt hat. Und diese beschreiben im Prinzip die klassischen elektromagnetischen Phänomene. Wir werden auch später sehen, dass die Resultate letztlich oder diese Phänomene stark von der Frequenz abhängen. So unterscheiden sich ja auch entsprechend die Verfahren, die auch in der Geophysik verwendet werden. Also wir werden ja heute das Georadarverfahren kennenlernen. Das ist also ein Hochfrequenzverfahren. Dann haben wir elektromagnetische Induktionsverfahren, die bei geringeren Frequenzen arbeiten, oder die Geoelektrik oder die Magnetik, die eben bei der Frequenz Omega gleich Null, also die keine Frequenzabhängigkeit der Felder betrachten. Aber alles ist durch diese, alles kann durch diese Maxwell-Gleichungen beschrieben werden. Und da haben wir zunächst das Induktionsgesetz. Hier dieser Ausdruck beschreibt eine Eigenschaft für das elektrische Feld, die sogenannte Rotation. Also der Nabla ist ein Differentialoperator, der die räumlichen Ableitungen beschreibt. Und wenn ich den im Kreuzprodukt anwende auf E, nennt man das auch Rotation. Und die Rotation des elektrischen Feldes ist also gleich der zeitlichen Änderung des Magnetfeldes. Das hatten wir auch deutlich gemacht. Wir haben einen Magneten. Wenn man den also bewegt, würde also in einem Strom, in einer Leiterschleife, die sich in der Nähe befindet, eine Spannung induziert werden. Man kann sich das so vorstellen, dass eine Veränderung des elektrischen Feldes resultiert durch eine solche Veränderung des Magnetfeldes, welches dann eine Spannung in einem Leiter induziert. Deswegen kann man dieses Gesetz auch als Induktionsgesetz bezeichnen. Dann haben wir das Durchflutungsgesetz, welches beschreibt die Erzeugung eines Magnetfeldes, eines äußeren Magnetfeldes H. Und da gibt es zwei Mechanismen. Das erste Mechanismus ist eine Polarisierung in dem Material, zum Beispiel, welche durch diese dielektrische Verschiebung D ausgedrückt wird, die bezeichnet eine Ladungstrennung in einem Material, zum Beispiel indem sich das aufgrund eines äußeren elektrischen Feldes sich die Ladungen in Richtung des elektrischen Feldes drehen. Das kommt auch gleich nochmal bei den Materialgesetzen vor. Also das ist sozusagen eine Polarisierung in dem Material, eine Ladungstrennung. Und der zweite Effekt hat auch mit Ladungsbewegung zu tun. J ist die sogenannte Stromdichte, die bezeichnet den Stromfluss, also wirklich die Bewegung von Elektronen über größere Entfernungen. Also auf der rechten Seite stehen quasi Ladungsbewegungen, einmal Polarisierung, zeitliche Veränderung der dielektrischen Verschiebung und Ladungsbewegung. Beide können ein elektrisches Feld H erzeugen. Das war das Durchflutungsgesetz als Beispiel, ein Stromleiter. Das wäre also jetzt hier, Stromleiter würde also eine Stromleitungsdichte J haben. Und um einen solchen Stromleiter würde sich ein Magnetfeld erzeugen, welches auch senkrecht dann steht auf den Stromfluss. Das sind die beiden Maxwell-Gesetze. Und dann haben wir noch zwei weitere Gesetze, die auch zu den Maxwell-Gleichungen gehören, die aber letztlich die Eigenschaften darstellen. Einmal das elektrische Feld, die Divergenz des elektrischen Feldes ist Ladungsdichte Q geteilt durch die elektrische Permittivität. Das bedeutet, dass das elektrische Feld
Quellen hat. Und zwar diese Quellen sind eben die Ladungen. Anschaulich heißt es auch, dass die Feldlinien des elektrischen Feldes immer an Ladungen enden. Und das Gaußsche Gesetz sagt etwas Ähnliches für den magnetischen Fluss, nämlich dass es solche La oder solche Pole nicht gibt. Die Divergenz des elektrischen Flusses ist null, das heißt, der magnetische Fluss hat keine Quellen. Das elektrische Feld hat sehr wohl solche Quellen. Das kann man hier nochmal ein bisschen veranschaulichen in Form von Bildern. Also das Induktionsgesetz, also eine äußere zeitliche Veränderung des Magnetfeldes, kann ein elektrisches Feld erzeugen. Das ist hier symbolisiert. Also wenn wir eine Veränderung von dB nach dT haben, würde das ein elektrisches Feld erzeugen, welches also um diese zeitliche Veränderung quasi so immer senkrecht steht. Das Durchflutungsgesetz kann man sich vorstellen, wir haben einen Stromleiter, so eine Stromdichte hier J, und ein Stromleiter würde um sich herum ein äußeres Feld H erzeugen. Das wäre das Durchflutungsgesetz und dann die beiden Gesetze bezüglich der Divergenz des elektrischen und magnetischen Feldes. Das Magnetfeld hat keine Quellen, sind immer in sich geschlossene Kreise, während das elektrische Feld Quellen besitzt. Also es ist ausgehend von den Ladungen, geht also quasi in einem homogenen Material radialsymmetrisch das elektrische Feld, wird davon abgestrahlt. Genau, das sind also die Gesetzmäßigkeiten, die die Wechselwirkung der Felder beschreiben und die Eigenschaften der Felder im Raum. Schauen wir uns jetzt noch kurz als Wiederholung die Materialgleichungen an. Die sind ja hilf- oder wichtig, weil wir mit unseren Methoden ja die Untergrundseigenschaften rekonstruieren wollen. Und die Frage ist, welche sind jetzt wirklich relevant? Und da haben wir im Prinzip drei Parameter, die durch drei Materialgleichungen beschrieben werden. Einerseits die dielektrische Verschiebung, die also quasi das elektrische Feld in einem Material beschreibt, also die Wirkung letztlich des elektrischen Feldes ist die dielektrische Permittivität mal dem elektrischen Feld. Das hatten wir letztes Mal auch an Folien diskutiert. Also es kann zu einer Verstärkung des elektrischen Felds in einem Material durch Polarisierung kommen und das wird dann durch das verstärkte Feld wird dann die elektrische Verschiebung D genannt. Dann haben wir die Magnetisierung. Auch hier kann es zu einer Verstärkung oder Abschwächung des äußeren Feldes H in einem Körper kommen. Und diese Materialeigenschaft μ, die magnetische Permeabilität, haben wir gesagt, das kann sehr variabel sein und hängt auch vom äußeren Feld H ab. Zum Beispiel bei ferromagnetischen Materialien kann μ also sehr groß werden. Und das ist auch diese Beziehung kann dann auch nicht linear sein, weil μ selbst von H wiederum abhängt. Und die Stromleitung, das eigentliche Ohmsche Gesetz für kontinuierliche Medien, das besagt eben, dass ein äußeres elektrisches Feld auch eine Stromleitung in einem Leiter zum Beispiel oder einem Medium verursachen kann. Und dieser Effekt, also wie stark ein Strom geleitet wird durch ein äußeres elektrisches Feld, wird durch die elektrische Leitfähigkeit quantifiziert. Also das sind diese beiden drei Materialparameter, dielektrische Permittivität hier, quasi Abschirmung eines äußeren elektrischen Feldes. μ, magnetische Permeabilität, also wie magnetisch permeabel ist ein Material, wie stark wird ein äußeres Feld verstärkt oder abgeschwächt, das ist die magnetische Permeabilität. Und die elektrische Leitfähigkeit, wie gut kann ein Strom durch ein äußeres elektrisches Feld erzeugt werden, das sagt die elektrische Leitfähigkeit.
Also das sind auch die Größen, die uns gleich beim Georadar beschäftigen werden. Insbesondere diese dielektrische Permittivität, die gibt also die Ausbreitungsgeschwindigkeit von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen wieder, werden wir gleich diskutieren. Und die elektrische Leitfähigkeit beeinflusst die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen. Also das sind die für das Georadar relevanten Parameter. Später werden wir auch noch Geoelektrik betrachten. Da ist allein die elektrische Leitfähigkeit maßgeblich. Oder in der Magnetik hauptsächlich μ, die magnetische Permeabilität. Das ist also verschiedene Verfahren reagieren verschieden sensitiv auf diese Messgrößen. Aber heute hauptsächlich die dielektrische Permittivität Epsilon und Sigma die Leitfähigkeit. Auch letztes Mal haben wir gesagt, dass die Größen, weil von den Einheiten her, also genau, es gibt auch die Permittivität des Vakuums und die magnetische Permeabilität des Vakuums. Das sind Naturkonstanten Epsilon 0 und μ 0. Und häufig drückt man diese Größen durch relative Größen aus, Epsilon r, μ r. Die sind quasi dann normiert auf die Größen des Vakuums. Also Epsilon r wäre dann Epsilon geteilt durch Epsilon 0, beziehungsweise μ r wäre μ geteilt durch μ 0. Also wenn man diese Größen, die hier auftreten, auf die Größen im Vakuum normiert, hat man relative Größen, die man mit relative dielektrische Permittivität beziehungsweise relative magnetische Permeabilität bezeichnet. Das sind dann ein bisschen handlichere Größen, die sich also ohne große Potenzen darstellen lassen. Genau, jetzt, wenn man diese beiden Maxwell-Gleichungen betrachtet, haben wir letztes Mal so einen Ansatz für eine ebene Welle gemacht. Wenn man das ausführt, haben wir so eine Gleichung erhalten. Man kann das auch erhalten, indem man die Rotation nochmal, also nochmal Nabla-Kreuz auf die ersten beiden Gleichungen anwendet, die ineinander einsetzt und auch die Materialgleichungen einsetzt. Das ist etwas aufwendiger. In jedem Fall, in beiden Fällen erhält man eine solche Gleichung hier für das elektrische Feld. Das ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Wir sehen hier die zweifache zeitliche Ableitung, dann haben wir hier die einfache zeitliche Ableitung und dieses Nabla-Quadrat ist eine Summe von zweifachen räumlichen Ableitungen. Da würde also stehen dEx nach dx² plus dEy nach dy² plus dEz nach dz². Das ist hier zusammengefasst. Genau, die mathematische Form ist eine Wellengleichung. Normalerweise hat man diesen Term hier nicht. Der Term in der Mitte ist ein Dämpfungsterm. In der Akustik hat man auch eine entsprechende Wellengleichung. Genau, die Wellengleichung wäre also genau hier ein Dämpfungsterm und diese beiden Terme haben die zeitliche Ableitung und die räumlichen Ableitungen sind so ein Wellengleichungsterm. Und von der mathematischen Gestalt her weiß man, dass dieser Ausdruck hier vor den räumlichen Ableitungen wäre c². Das ist die Geschwindigkeit der Welle. Und diese mathematische Analogie können wir jetzt mal einfach übernehmen. Man sieht also da das die Form einer Wellengleichung hat, weiß man, dass dieser Ausdruck hier c² sein muss. Das wäre die Geschwindigkeit des elektrischen Feldes. Das kann man direkt hinschreiben. Also hier steht c², wäre also c wäre 1 durch Wurzel aus diesem Ausdruck. Und wenn man jetzt noch die Lichtgeschwindigkeit einführt, die also so mit den Materialkonstanten für das Vakuum μ0 und ε0 ausgedrückt werden kann, die ja nicht ganz 300.000 Kilometer pro Sekunde beträgt, kann man also das so schreiben. Für c ist einfach c0 durch Wurzel aus μr epsilon r. Das wären also die relativen Größen hier, die man dann einführt, wenn man also das einfach einsetzt, wie wir sie hier definiert haben. Und dann kann man noch annehmen, dass die magnetische Permeabilität für die meisten Geomaterialien ungefähr 1 beträgt, also schwach variabel ist gegenüber der dielektrischen Permittivität Epsilon. Wenn man das jetzt noch berücksichtigt, kann man als Abschätzung sagen, dass also die Geschwindigkeit eines für hochfrequente elektrische Felder
Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wurzel aus der die relativen dielektrischen Permittivität ist. Das ist eine gute Abschätzung für die Geschwindigkeit des von elektromagnetischen Wellen. Und das ist auch das, was beim Georadar relevant ist. Dann weiß man, dass dieser Term hier in der Mitte eine Dämpfung beschreibt, also wie die Amplituden des elektrischen Feldes mit der Zeit oder der Entfernung abnehmen. Und man sieht hier, dass der Ausdruck, der also diese Dämpfung quasi quantifiziert, Sigma durch Epsilon ist. Und hier geht also die Leitfähigkeit ein. Also die Leitfähigkeit, also dieser Term ist besonders hoch, wenn wir eine hohe Leitfähigkeit haben. Das heißt, bei hoher Leitfähigkeit haben wir eine sehr relativ hohe Dämpfung des elektrischen Feldes. Das kann man auch noch anders ausdrücken durch einen sogenannten Qualitätsfaktor Q. Den haben wir auch in der Seismik schon so definiert. Der besagt, es ist ein häufig in der Physik verwendete Größe, um eben Dämpfung auszudrücken. Und kleine Q-Werte bedeuten eine hohe Dämpfung, also eine geringe Qualität. Qualitätsfaktor bedeutet also eine Qualität der Registrierung. Geringe Qualität, kleine Q-Werte sind verbunden mit einer hohen Dämpfung. Deswegen steht hier das Sigma nun im Nenner. Also hier steht also ein 1 durch Q quasi. Und ein hoher Q-Wert, eine gute Qualität ist verbunden mit einer geringen Dämpfung. Also eine hohe Leitfähigkeit hätte einen kleinen Q-Faktor zur Folge und wäre mit einer hohen Dämpfung verbunden. Man kann jetzt mal eine Lösung dieser Telegraphengleichung aufschreiben. Ganz einfach, eine ebene Welle, Epsilon 0, eine ebene harmonische Welle mit einer Amplitude Epsilon 0, die jetzt hier mal in dem Plot 1 gesetzt wird, eine Sinusschwingung und hier so ein exponentiell abklingender Term. Das wäre so eine Lösung dieser Telegraphengleichung. Und da sieht man erstmal gut die Sinusschwingung. Und bei hohen Q-Werten, sagen wir mal Q gleich 100, hätten wir quasi keine Dämpfung dieser Sinusschwingung. Wenn wir aber eine hohe Leitfähigkeit haben und dann kleine Q-Werte damit erzeugen, dann würde dieser Dämpfungsterm, dieser Exponentialterm eben stärker wirken. Und dann hätte man so eine abklingende Sinusschwingung. Bei sehr kleinen Q-Werten würde das eben kaum noch schwingen. Also das ist der Effekt der Leitfähigkeit, eine hohe Dämpfung, also ein starkes Abklingen der Amplituden hier mit der Zeit. So kann man dann diese Gleichung auch interpretieren. Eben, das wäre ein Dämpfungsterm und hier dieser Wellengleichungsterm ist die Geschwindigkeit. Damit haben wir sozusagen schon einiges aus der Physik als Schlussfolgerung, einige Schlussfolgerungen gezogen. Jetzt gehen wir mal etwas näher in die konkrete Praxis, wie sich das jetzt auswirkt oder wie man damit auch umgeht bei Messungen und was man damit dann erzielen kann. Also zunächst ein paar Worte allgemeiner Art zum Georadar. Haben wir letztes Mal auch schon eingeführt. Es ist ja ein Hochfrequenzverfahren. Das heißt, die Pulse sind auch sehr kurz, damit wir entsprechende hohe Frequenzen haben. Wir arbeiten hier so im Megahertz- bis Gigahertz-Bereich. Das heißt, die Frequenzen liegen im Bereich 10 hoch 6 bis 10 hoch 9. Erinnern Sie sich an die Seismik, da waren wir eher im Bereich 10 Hertz bis 100 Hertz. Hier haben wir also 5 bis 7 Größenordnungen mehr, die wir hier betrachten. Entsprechend sind die Pulse, die wir erzeugen mit Antennen, müssen dann auch eben sehr kurz sein im Bereich von Nanosekunden, die in die Erde gesendet werden. Die Beobachtungsgröße ist das elektrische Feld, also wie wir das auch hier in dieser Transportgleichung betrachtet haben, also Epsilon ist ja eine vektorielle Größe und das wird also aufgezeichnet und auch ausgesendet. Die Wellen verhalten sich dann, weil das sehen wir auch hier an dieser Gleichung, verhalten sich im Prinzip wie auch akustische Wellen.
Die werden also gebrochen und reflektiert. Da gibt es also eine weitgehende Analogie zu dem, was wir bisher in der Seismik besprochen haben. In der Seismik hatten wir aber verschiedene Wellentypen, Raumwellen, P&S-Wellen, Oberflächenwellen. In diesem Fall ist die Physik etwas sozusagen einfacher. Wir haben einen Wellentyp, das ist das elektrische Feld, welches also reflektiert und diffraktiert wird. Wir haben also keine Wellenkonversion oder verschiedene Wellentypen. Wir haben lediglich ein elektrisches Feld. Das macht die Sache etwas einfacher. Auch die Differentialgleichungen hier sind etwas einfacher als in der Seismik. Die Komplexität der Registrierungen ist also auch geringer als in der Seismik. Und das bedeutet, die Analogie sagt auch, maßgeblich sind die Ausbreitungsgeschwindigkeiten, also Reflexion, Brechung erfolgen nach dem Brechungsgesetz und auch die Amplituden, die der reflektierten Signale hängen von der Ausbreitungsgeschwindigkeit ab, vom Kontrast in der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und wie wir in der Gleichung gesehen haben hier, dieser Parameter C ist also sehr wichtig, beschreibt einerseits die Kinematik, also wann die Wellen ankommen, aber auch die Dynamik, wie stark die Wellen reflektiert werden zum Beispiel. Und da ist der Parameter, wie wir hier sehen, eben die dielektrische Permittivität. Also das ist der entscheidende Untergrundparameter beim Georadar. Genau, aufgrund der hohen Frequenzen haben wir also sehr kurze Wellenlängen, die im Dezimeter-Meter-Bereich liegen. Spielen dann insbesondere Diffraktionen eine Rolle, weil vor allem das Georadar auch verwendet wird, um kleinräumige Anomalien im Untergrund zu kartieren. Werden wir gleich als Beispiele sehen. Und diese kleinräumigen Anomalien äußern sich durch Diffraktionen, also eine Welle trifft auf eine Anomalie und wird dann in alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. Die spielen also hier beim Georadar eine weitaus größere Rolle als in der Seismik, wo man diese Diffraktionen eher seltener beobachtet. Genau, Frequenzen hatte ich schon gesagt. Laufzeiten sind auch sehr kurz. Die Geschwindigkeiten sind im Bereich der Lichtgeschwindigkeit eher etwas geringer, aber im Vergleich zur Seismik, wo wir Kilometer pro Sekunde haben, haben wir hier 100.000 Kilometer pro Sekunde. Das sind also auch ein paar Größenordnungen mehr. Das heißt, die Laufzeiten liegen auch im Bereich von 10er, 100er Nanosekunden. Das heißt auch, wenn man also eine Messung macht, dann ist die Welle quasi sofort wieder zurückgekommen. Man kann also quasi kontinuierlich messen, also zum Beispiel auch mit einem Auto fahren und dann annehmen, dass die Welle mehr oder weniger senkrecht gelaufen ist und dass Sender und Empfänger sich quasi kaum in der Messzeit bewegt haben, weil eben das so schnell, die Reflexionen so schnell wieder da sind. Bedeutet natürlich auch, man muss eine sehr hohe Abtastung haben der Signale im Bereich von Nanosekunden oder eher weniger. Genau, also hier nochmal das Messprinzip. Ausgesendet wird das elektrische Feld von einer Senderantenne. Häufig ist eine Empfangsantenne unmittelbar daneben. Das nennt man eine monostatische Anordnung. Das würde ja in Analogie zur Seismik der sogenannte Zero-Offset-Fall sein, wo wir quasi einen Puls senkrecht in die Erde senden. Macht man einfach aus praktischen Gründen, weil man das in ein Gerät installieren kann und dann kann man dieses Gerät einfach entlang der Oberfläche transportieren und man betrachtet quasi in sich reflektierte Strahlen. Man kann auch eine sogenannte bistatische Anordnung machen, also Sender und Empfänger trennen und so Multi-Offset-Messungen machen. Geht auch, ist aber aufwendiger und meistens macht man das nicht, weil man eben an lokalen Anomalien vor allen Dingen interessiert sind, die man auch ganz gut mit so einer monostatischen oder Zero-Offset-Konfiguration messen kann. Also wenn wir eine solche Konfiguration haben, monostatisch, dann geht eben das Signal, das elektrische Feld rein ins Erdinnere und wird reflektiert. Das wäre schon hier dieses zweite Signal hier, eine solche Reflexion des elektrischen Feldes an solch einer Diskontinuität.
dadurch, dass wir zwei Antennen haben, die quasi in einem Gerät sind und quasi auch nicht voneinander abgeschirmt werden können, hat man auch immer so einen direkten Impuls, quasi ein direktes Übersprechen der Sender zur Empfangsantenne zum Zeitpunkt T gleich 0. Also das ist auch charakteristisch für solche Radargramme, nennt man die hier. Im Vergleich zur Seismik hatten wir die Seismogramme genannt, hier nennen wir sie Radargramme. Man hat also zu Anfang so ein Signal, was das direkte Übersprechen von Sender zu Empfänger darstellt. Und dann kommen zu späteren Zeiten die Reflexionen von verschiedenen Schichten, wobei hauptsächlich eben der Kontrast in Epsilon in der relativen Permittivität hier entscheidend ist. Also ein Geschwindigkeitswechsel erzeugt eine Reflexion proportional zum Impedanzkontrast in den Geschwindigkeiten, auch wie in der Seismik. Und da ist eben der Kontrast in der dielektrischen Permittivität entscheidend. Die Leitfähigkeit erzeugt eher eine Verringerung der Amplituden mit der Zeit, wenn wir später auch nochmal sehen, also eine Dämpfung der Signale mit der Zeit. Also das wäre so ein typisches Radargramm. Sie hatten hier zwei Reflexionen und wenn man diese Messung quasi profilhaft durchführt, hätte man eben verschiedene solcher Radargramme nebeneinander und das wäre also eine Radargrammsektion. Und dann würden sich in dem Fall, weil die Schichten sölig gelagert sind, also hier eigentlich nichts ändern. Man würde immer das Gleiche aufzeichnen, aber das wäre ja auch die Information, die man dann erhalten würde. Das wäre so eine Reflexionsgeometrie. Man kann das auch in Transmissionsgeometrie machen, zum Beispiel um irgendwelche Objekte, Bauwerke oder so zu durchschallen. Eben Sender und Empfänger trennen auf gegenüberliegende Seiten, dann hätte man eben einen transmittierten Impuls, man hätte kein so ein direktes Signal, das wäre ja quasi das direkte Signal dann zu verschiedenen Zeiten eben vielleicht. Hier ist dieses Material schneller als das untere Material, würde zu einer also Laufzeitverzögerung und vielleicht so auch zu einer anderen Dämpfung führen. Also wie stark das Signal dann ist, würde also durch die Leitfähigkeit dann beschrieben werden und die Geschwindigkeit durch die dielektrische Permittivität. Also das sind die beiden Größen, die man dann rekonstruieren kann. Laufzeit, dielektrische Permittivität, Amplitude und Frequenzgehalt wäre durch die Leitfähigkeit ausgedrückt. Das kann man auch in der Erde machen, in Bohrlöchern, werden wir gleich noch später als Anwendungsbeispiel sehen. Das zeigt auch nochmal die Bandbreite der Anwendungen. Wie gesagt, oft ist die Objektortung ein Ziel. Das können Rohre sein, Mauerfundamente. Solche Objekte äußern sich in den Radargrammen, wenn man so eine monostatische Anordnung hat, also Sender und Empfänger nah beieinander in einem Gerät, würden die sich in der Laufzeitkurve als Diffraktion wiedergeben, das werden wir gleich an der Tafel noch dazu die Gleichung hinschreiben und wie man solche analysiert. Während durchgängige, also lateral kontinuierliche Diskontinuitäten sich eben als Reflexion, wie eben auch hier dargestellt, dann eben durchgängig dann in so einer Radargrammsektion widerspiegeln. Also klassisch wäre zum Beispiel Grundwasseroberfläche, weil die dielektrische Permittivität stark zunimmt, wenn Wasser im Spiel ist. Habt auch ganz zu Anfang, Wasser ist leicht polarisierbar, führt zu einer starken Abschirmung des elektrischen Feldes und die Permittivität ist dann, die dielektrische Permittivität ist dann sehr hoch. Bezogen auf die Geschwindigkeiten steht ja die Permittivität im Nenner. Also im Wasser sind die Wellen deutlich langsamer als in Luft zum Beispiel oder in Materialien, die nicht wassergesättigt sind. Hier kommt es so also zu einer Geschwindigkeitserniedrigung, wenn Wasser im Spiel ist. Das ist auch nochmal im Vergleich zur Seismik umgekehrt. In der Seismik hatten wir durch Wasser eine starke Geschwindigkeitserhöhung. Hier ist es eine Geschwindigkeitserniedrigung.
aber in jedem Fall ein starker Kontrast in den Geschwindigkeiten, was zu einer prominenten Reflexion führt. Ja, das sind Beispiele, was man so orten kann. Keller, Grundwasser hatte ich gesagt, Objekte, Leitungen für Bebauungsplanung vielleicht, Straßenbau, also Asphalt, Qualitätsuntersuchung, ob vielleicht unterm Asphalt eine Unterspülung stattgefunden hat. Gleise, Stabilität von Gleisen, sind da Hohlräume, ist da Wasser, sind da irgendwelche Schwachstellen, Mauerwerke, archäologische Prospektion, Hohlräume zum Beispiel, alles solche Dinge sind klassisch für das Georadar. Weil das Verfahren eben sehr schnell funktioniert, sehr effizient, man braucht also im Prinzip so ein Kasten, den man auch auf Rädern anbringen kann, einen Computer, also das Ganze kann in eine kleine handliche Apparatur und dann fährt man darüber hinweg und sendet in der monostatischen Anordnung die Impulse in die Erde. Die sind sehr schnell wieder da, man kann also quasi kontinuierlich darüber hinwegfahren und hat sehr effizient so eine Sektion, die man interpretieren kann. Haben Sie Fragen? Okay, können Sie gerne zwischendurch. Also, das sind so Anwendungsfelder. Gehen wir noch mal ein bisschen näher auf die Ausbreitungsgeschwindigkeiten ein. Die Gleichung noch mal, die eben wichtig ist fürs Georadar. Geschwindigkeit ist C0 durch Wurzel aus Epsilon R. Epsilon R haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Die relative Dielektrizitätszahl bewegt sich so zwischen 1 in Luft und Vakuum. Da haben wir also dann Epsilon gleich Epsilon 0 oder um die 80 bei Wasser. Also die Bandbreite ist relativ hoch und Wasser hat einen großen Effekt auf die elektrische Permittivität, also beeinflusst das sehr stark und entsprechend auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit von den Radarwellen. Diese Zahl, relative Dielektrizitätszahl, ist auch stark frequenzabhängig im Allgemeinen. Allerdings, glücklicherweise vielleicht, oder so sind dann die Frequenzen beim Georadar gewählt, hat man so eine Art Plateau, also eine relativ geringe Frequenzabhängigkeit im Bereich 10 hoch 6 bis 10 hoch 9 Hertz, also 1 Megahertz bis 1 Gigahertz. Und das ist der Frequenzbereich, in dem man beim Georadar arbeitet, sodass man da nur eine geringe Frequenzabhängigkeit beobachtet, die ein bisschen noch von der Leitfähigkeit beeinflusst wird, die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Aber im Vergleich zu anderen Frequenzbereichen ist die eher gering, sodass man da in dem Frequenzbereich also von einer frequenzunabhängigen Geschwindigkeit ausgehen kann, die also Wurzel aus Epsilon R, das K hier ist das gleiche wie das Epsilon R hier, bedeutet also die relative Dielektrizitätszahl. Also ein paar Zahlen nur. Luft hat Epsilon R gleich 1, also sind die Wellen so schnell wie im Vakuum, Lichtgeschwindigkeit. Dämpfung, also die Leitfähigkeit Sigma hier, ist quasi verschwindend gering, gleich 0. Da haben wir also keine Dämpfung. Also in Luft breitet sich so eine elektromagnetische Welle ungedämpft mit Lichtgeschwindigkeit aus. Dann in verschiedenen Materialien ist Epsilon R größer als 1. Das bedeutet, die Geschwindigkeit ist geringer als die Lichtgeschwindigkeit. Es tritt ja hier im Nenner auf. Wurzel aus Epsilon R ist also der skalierende Faktor für die Geschwindigkeit. Da hat man also für verschiedene Geomaterialien verschiedene Geschwindigkeitswerte. Vor allen Dingen, wenn Wasser im Spiel ist, liegt das also im Bereich von reines Wasser eben im Bereich 80. Das sind also die kleinsten Geschwindigkeiten, die man da messen kann. Also wäre also etwa 1/9 der Lichtgeschwindigkeit. Die Leitfähigkeit variiert auch relativ stark in verschiedenen Materialien.
hier insbesondere, wenn also Wasser mit Salzgehalt ist, haben wir eine sehr hohe Leitfähigkeit. Das würde eine sehr starke Dämpfung der Wellen verursachen. Aber je nachdem, Lehm, Kohle oder so haben relativ hohe Leitfähigkeiten oder Zement, da würden also die Wellen relativ stark gedämpft werden, während in anderen Eis zum Beispiel interessanterweise, also gefrorenes Wasser, die Leitfähigkeit gering ist und das Georadar relativ gut durch Eis geht. Also für Eisuntersuchungen, Gletscher oder so, wird Georadar häufig verwendet, weil es wenig gedämpft wird. Dafür wäre es also dann wiederum gut geeignet. Also gefrorenes Eis geht Georadar gut, aber Grundwassergehalt eher schlecht. Also flüssiges Wasser. Aber nochmal hier kurz die Bandbreite, also hohe Geschwindigkeiten in Luft, deutlich geringere Geschwindigkeiten hier in Zentimeter pro Nanosekunde in Geomaterialien. Und wenn Wasser, reines Wasser, hat sehr geringe Geschwindigkeiten, ein Neuntel etwa der Lichtgeschwindigkeit. Und wenn Sand zum Beispiel gesättigt ist, haben wir also relativ geringe Geschwindigkeiten im Vergleich zum trockenen Sand zum Beispiel. Das wäre ein Grundwasserspiegel in einem Sand zwischen trocken und gesättigt, hätte also einen Geschwindigkeitskontrast, der doch relativ groß ist. Also von daher Grundwasserspiegelkartierung wäre ein Anwendungsfeld. Wellenausbreitung. Also ein bisschen Wiederholung zur Seismik. Wir haben ja auch die grundlegende Physik gerade beschrieben. Wir haben eine Wellengleichung, also sind auch die Prinzipien ganz ähnlich. Ausführlich haben wir ja schon das Brechungsgesetz diskutiert, das hier hingeschrieben ist, also Sinus des Einfallswinkels geteilt durch die entsprechende Geschwindigkeit C1 ist eine Erhaltungsgröße, so hatten wir das auch genannt, gesagt. Was bedeutet das also, wenn die Geschwindigkeit zunimmt, wir eine Brechung vom Lot weg, also dass der Brechungswinkel dann größer wird. Und wenn die Geschwindigkeit abnimmt, wird die Welle eher zum Lot hin, also zum Erdmittelpunkt gebrochen. Und das ist ja das, was beim Georadar eher der Fall ist. Wir haben eher eine Geschwindigkeitsabnahme mit der Tiefe. Im Vergleich zur Seismik ist das genau umgekehrt der Fall. Das bedeutet, die Georadarwellen werden tendenziell eher zum Erdinneren gebrochen und nicht zur Seite gebrochen. Das heißt, so Tauchwellen, wie wir sie in der Seismik kennen, oder Kopfwellen, wenn wir also diesen kritischen Winkel erreichen und dann die Welle wieder nach oben abstrahlt, die sind beim Georadar selten zu beobachten, weil die Geschwindigkeiten eben abnehmen. Und im Fall eines Kontrastes mit einer abnehmenden Geschwindigkeit, also C2 ist kleiner als C1, haben wir auch keine Kopfwelle, die entstehen kann. Das heißt, sowas wie Refraktionsgeoradar ist aus diesem Grunde nicht möglich, weil man solche Wellen nicht beobachtet in der Regel. Ja, also die Gesetzmäßigkeiten kennen wir schon, haben wir ausführlich diskutiert, brauchen wir jetzt eigentlich nicht zu wiederholen, sind übertragbar. Als Konsequenz können wir mal hier so ein Laufzeitbild anschauen, wie das sich so darstellt in einem typischen Fall, wenn wir also eine Grenzschicht haben. Wir haben auch nur einen Wellentyp, also eine Georadarwelle, die jetzt zum Beispiel reflektiert wird hier. Da gilt ja für Reflexion auch das Brechungsgesetz, nämlich dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist. Gilt also hier gleichermaßen für eine Reflexion. Und so eine Reflexion würde sich auch als Hyperbel darstellen. Das ist diese Laufzeitkurve hier. Das wäre die Laufzeitkurve einer solchen Reflexion in guter Näherung eben eine Hyperbel. Dann haben wir noch, das sind hier nochmal die Weitwinkelreflexionen, die auch auf solch einer Hyperbel liegen.
Dann für den Fall einer Insichtreflexion, das wäre hier unser sogenannter Zero-Offset-Strahl, das wäre eben dieser Punkt, diese Laufzeit hier, ist auch nicht neu. Was unterschiedlich ist gegenüber der Seismik, ist, dass wir quasi zwei in Anführungsstrichen direkte Wellen haben können, nämlich eine Welle, die durch Luft geht. Und die, haben wir gerade gesagt, ist ungedämpft und sehr schnell. Ungedämpft bedeutet also über weite Strecken mit hohen Signalamplituden beobachtbar und sehr schnell, eben Epsilon R ist gleich 1 und die Welle breitet sich dann mit Lichtgeschwindigkeit aus. Die hat also im Laufzeitdiagramm, also Entfernung über Zeit aufgetragen, hier so eine direkte Gerade und die Steigung dieser Welle wäre die Lichtgeschwindigkeit. Die ist also immer prominent zu beobachten, wenn man eben hier so eine Multi-Offset-Messung macht, dass also Sender und Empfänger über verschiedene Distanzen gehen. Zweite direkte Welle, die wir auch in der Seismik haben, ist die Welle, die direkt durch die Erde geht, die hier als Bodenwelle bezeichnet wird. Und in der Regel ist da die Geschwindigkeit ja geringer, Epsilon R ist größer als 1. Die man hier so dargestellt ist. Also quasi zwei Arten von direkten Wellen mit zwei verschiedenen Steigungen. Die Reflexion haben wir. Und noch eine Besonderheit, was so aussieht, als sei es eine Kopfwelle. Sie erinnern sich, dass in der Seismik das als so auch die Laufzeitkurve einer Kopfwelle hat. Allerdings, es ist auch eine Kopfwelle, allerdings nicht eine Kopfwelle, die im Erdinneren entsteht an der Grenzschicht, sondern an der Erdoberfläche, weil wir dort einen positiven Geschwindigkeitskontrast haben. Wenn also die Welle von unten kommt, sieht sie ja hier ein Medium mit hoher Geschwindigkeit, nämlich Lichtgeschwindigkeit, kommt aus einem Medium mit geringerer Geschwindigkeit, vielleicht deutlicher geringerer Geschwindigkeit, wie man hier an der Bodenwelle sieht, und würde dann eben den kritischen Winkel erreichen nach dem Brechungsgesetz hier. Wenn also dieser Winkel hier 90 Grad beträgt, haben wir also den kritischen Fall, dann würde ja diese gebrochene Welle parallel zur Grenzfläche laufen. Und das passiert eben hier dann an der Erdoberfläche, dass wir eine Kopfwelle haben, die Lateralwelle genannt wird, und die parallel zur Erdoberfläche läuft. Und die entsteht bei jeder Reflexion. Also immer dann, wenn ein Signal unter dem kritischen Winkel hier einfällt, würde diese Welle erzeugt werden. Und die scheinbare Geschwindigkeit dieser Welle ist die gleiche wie die Luftwelle. Sie breitet sich ja auch dann mit der Geschwindigkeit des gebrochenen Mediums aus, nämlich das wäre hier eben Luft, hätte also die gleiche scheinbare Geschwindigkeit. Daran kann man sie erkennen, wenn man also nicht weiß, ob wirklich eine Kopfwelle ist. Das könnte ja auch sein, dass man hier eine Geschwindigkeitserhöhung hat im Erdinneren. Dann könnte man das an der Geschwindigkeit der Welle ablesen. Wenn die also die gleiche ist wie die direkte Luftwelle, dann ist es eben die Lateralwelle. Und die trägt jetzt erstmal keine Informationen über das Erdinnere. Das ist also typisches Laufzeitfelder, Reflexion, Lateralwelle, direkte Bodenwelle, Luftwelle. Und eine Besonderheit ja noch, nämlich die Diffraktionen, die ich vorhin schon genannt habe. Kleinräumige Objekte erzeugen eine Diffraktion. Wenn also eine Welle auf so ein kleinräumiges Objekt trifft, spricht man auch von Streuung. Dann wirkt dieses Objekt als sekundäre Quelle und strahlt in alle Richtungen wieder das Signal ab. Das ist hier mal dargestellt. Also hier sind auch Reflexionen dargestellt in dieser Skizze. Aber auch eine, kann man sagen, eine Diffraktion, dass also die Wellen dann an dem Objekt in alle Richtungen ja, wieder diffraktiert werden. In dieser monostatischen Anordnung kann man diese Abstrahlung in alle Raumrichtungen ja gar nicht beobachten. Man hat immer nur den in sich reflektierten Strahl,
So kann man das in der Konfiguration auch so deuten, dass es quasi Reflexionen sind an so einem Objekt. Tatsächlich ist das aber physikalisch unterschiedlich, weil diese Objekte eben in alle Richtungen strahlen, was ein Reflektor nicht tut. Der würde nur die Energie entlang des, nach dem Brechungsgesetz eben abstrahlen. Genau, in den Radargrammen äußert sich so eine Anomalie hier unten dargestellt. Wir haben hier die quasi direkte Übersprechung nochmal von Sender- und Empfangsantenne, so eine Art direkten Impuls. Dann hätten wir hier unten, das wäre zum Beispiel die Reflexion von der Unterkante, vom Grundgestein, würde sich dann hier so äußern. Alles eben in so einer monostatischen Anordnung gemessen. Und diese Anomalie hätte jetzt vielleicht so einen Verlauf hier. Das würde man als Diffraktion bezeichnen. Und man kann vielleicht auch noch in dem Fall dargestellt die Unterkante sehen. Das wären also Wellen, die eben an der Unterkante des Objektes da einmal durchgehen und dann wieder reflektiert werden. Und das würde man als Diffraktion eher bezeichnen. Genau, die Geschwindigkeitsanalyse. Diese Diffraktionen sind ganz nützlich, um eine Geschwindigkeitsanalyse zu machen. Grundsätzlich kann man ja, wie wir das hier auch ausführlich in der Seismik diskutiert haben, wenn man so Multi-Offset-Messungen macht, kann man im Prinzip das komplette Seismic-Processing übertragen. Da hatten wir gesagt, CMP-Sortierung, Geschwindigkeitsanalyse, Move-Out-Korrektur, Stapelung. 1:1 übertragbar. Das heißt, wenn man Multi-Offset-Messungen macht, hat man solche Move-Outs von Reflexionen und daraus kann man ein Geschwindigkeitsmodell rekonstruieren. Zur Erinnerung nochmal, wozu brauchen wir eigentlich ein Geschwindigkeitsmodell? Einerseits liefert es Informationen über Materialeigenschaften, nämlich hier in dem Fall die Epsilon-R. Aber andererseits brauchen wir das auch, um am Ende eine richtige, lagerichtige Abbildung der Diskontinuitäten, der Reflektoren und Anomalien zu machen. Genau, also wenn man Multi-Offset-Messungen macht, kann man das Seismic-Processing machen, Move-Out-Korrektur und so weiter. Wenn man solche Messungen, monostatische Messungen macht, kann man das nicht machen. Denn man hat da im Prinzip ja nur die Laufzeit des in sich reflektierten Strahls und ein Reflektor ist dann als kontinuierlicher Einsatz beobachtbar, aber man hat nicht die Information über die Geschwindigkeit in diesen Signalen. Also das geht bei solchen monostatischen Anordnungen nicht. Man kann also zum Beispiel, wenn man jetzt nur so diesen Wellenzug, also Wellenzug, die Reflexion vom Grundgestein hätte, könnte man keine Aussagen machen über die Geschwindigkeit der Wellen im Oberbau, weil man nur eben den in sich reflektierten Strahl hat und da steckt ja die Laufzeit drin. Und die Laufzeit ist Entfernung oder Laufweg durch Geschwindigkeit. Und das sind also zwei unbekannte Größen und man kann also nicht eine davon rekonstruieren. Die Diffraktionen allerdings enthalten Informationen über die Geschwindigkeit. Und mit diesen Diffraktionen kann man dann eine Geschwindigkeitsanalyse machen, auch in so einer monostatischen Anordnung. Von daher sind die auch nützlich, um dann doch Ausbreitungsgeschwindigkeiten in einer monostatischen Anordnung zu rekonstruieren. Und das wollen wir jetzt mal machen an der Tafel. Also die Frage ist jetzt, wie kann man beim Georadar aus einer monostatischen Anordnung die Geschwindigkeiten rekonstruieren? Und dazu wollen wir uns erstmal die Laufzeitkurve anschauen von solchen Diffraktionen.
Und wir werden sehen, dass das auch im Prinzip einer Hyperbel genügt. Also wir machen vielleicht hier ein Laufzeitdiagramm. T und unten das Tiefenmodell Z und nehmen jetzt, da es um Diffraktionen geht, eine kleinräumige Anomalie an. Nehmen wir mal hier, in dem Punkt ist also ein Hohlraum oder so. Ziemlich klein, aber wir gehen jetzt von einem Punkt aus. Und wir messen in einer monostatischen Anordnung. Sender und Empfänger sind also an einem Punkt. Ich male mal Quelle und Sender so an einem Punkt. Das heißt, bei einer Diffraktion wäre das im Prinzip der Laufweg. Das wären die in sich reflektierte Strahlen. Jetzt bezeichnen wir diesen Punkt mal als x0. Den können wir hier hinmalen. X0, der hat also eine gewisse Laufzeit. Ja, wir können diese Tiefe mal mit z0 bezeichnen. Dann würde ja, wenn die Antenne oder das Gerät direkt über dieser Anomalie ist, haben wir die kürzeste Laufzeit. Also der Strahl geht einmal senkrecht hoch und runter. Wenn das also nicht direkt drüber ist, wäre die Laufzeit oder der Weg etwas größer. Nehmen wir mal an, das sei die Laufzeit hier. Die können wir auch mal als T0 bezeichnen. Das wäre die kürzeste Laufzeit. Und für T0 kann man ja auch direkt hinschreiben, das wäre 2 mal Z0 geteilt durch C. C sei jetzt die Geschwindigkeit in dem Medium. Ja, also C wäre jetzt irgendwas C0 durch Wurzel aus Epsilon R und Epsilon R wäre jetzt die Permittivität im Oberbau. Die nehmen wir jetzt mal hier als räumlich konstant an, sodass die Strahlen geradlinig sind, also nicht irgendwie gebrochen sind. Okay, und das wäre also die Zeit des in sich reflektierten Strahls und dann würden sicher hier die Zeit länger sein. Auch hier wäre die Zeit länger und man kann zeigen, dass das eine Hyperbel ist, diese Laufzeitgleichung. Und das können wir mal ausdrücken, wenn wir diesen Abstand mal als Delta X bezeichnen. Das wäre also quasi eine Profilkoordinate, Abstand von dem Punkt. Also Delta X wäre sowas wie X minus X0. Also X wäre dann die Profilkoordinate minus X0, also Abstand von dem Punkt x0, wenn wir uns direkt über dem Objekt befinden. Das Objekt befindet sich also koordinatenmäßig am Punkt x0, z0. Ja, dann wäre ja dieses Wegstück hier s einfach auch hier Satz des Pythagoras, Delta x² plus z0 Quadrat. Da kann man also die Weglänge ausdrücken und die Laufzeit wäre also dann t zweimal Wegstück. Die Welle wird ja am Punkt wieder in sich zurück gestreut. Wäre also 2s durch c. Ja, und das dann eingesetzt, können wir vielleicht gleich hinschreiben als t² wäre
4s Quadrat durch c Quadrat. Und dann setzen wir das s Quadrat da ein. Delta x Quadrat plus z 0 Quadrat. Das wäre s Quadrat mal 4 durch c Quadrat. Und das können wir als, wieder als Gleichung schreiben. T Quadrat ist T0 Quadrat plus vier durch c Quadrat mal Delta x Quadrat. Und das T0 wäre die Zeit, die wir hier oben schon hingeschrieben haben, 2 mal z0 durch c. Also wir haben quasi das z0 hier, 4 z0 Quadrat durch c Quadrat ist t0 Quadrat. Das wäre also die Zeit, wenn der Strahl senkrecht hoch und runter läuft. Und sonst wäre das hier die Zeiterhöhung, wenn also das Gerät im Abstand Delta x von diesem Punkt x0 entfernt ist. Und das ist wiederum eine Hyperbelgleichung. Ganz ähnlich zu der Gleichung einer Reflexion. Nur haben die Größen hier eine etwas andere Bedeutung. Wir hatten in der Reflexion das x war hier Offset. Das haben wir jetzt ja gar nicht. Wir haben ja hier den Zero-Offset-Fall. Das ist im Prinzip eine Art Profilkoordinate, Abstand von dem Punkt x0 wäre hier das Delta x. Aber mathematisch gesehen ist es auch eine Hyperbel, die dann hier diese Laufzeitkurve hat. Also das wäre hier unser t von x. Und jetzt die Frage an Sie, wie kann ich die Geschwindigkeit, wenn ich weiß, dass die Gleichung dieser Hyperbel genügt, wie kann ich jetzt meine Messgröße c abschätzen, ausrechnen, bestimmen? Jemand von Ihnen eine Idee? Denken Sie an die Vorlesung zur Seismik. Wie haben wir das da gemacht? Idee? Was passiert, wenn man das so aufmalt? Delta x Quadrat aufträgt über Delta t Quadrat. Dann hätten wir. Genau. Also richtig. Also die Gerade wäre dann irgendwie so, wenn das vielleicht unsere zwei, drei Messpunkte sind. Dann wäre hier T0 Quadrat und könnten da, wenn wir viele solcher Messpunkte haben, ein Steigungsdreieck dann machen oder eine Regression. Und dann wäre das hier Delta T. Na, nicht Delta T. T Quadrat müssen wir da aufmalen. T Quadrat über Delta X Quadrat. Und dann wäre das hier so Delta T Quadrat durch Delta X Quadrat. Und das wäre dann die Steigung. Und die Steigung wäre dann, also Steigung, der Kehrwert dieser Größe wäre dann C Quadrat durch 4 nach dieser Gleichung. Also eine Möglichkeit. Also wir können, das ist eine Art Krümmungsanalyse. Wir haben die Krümmung, die Laufzeitkurve, Hyperbelgleichung, die haben wir ausgenutzt. Also die Laufzeitkurve mathematisch, technisch, indem wir das jetzt linearisiert haben,
daraus eine lineare Beziehung gemacht haben. Da kann man eben die bekannten Regressionsverfahren oder einfach Steigungsdreieck rechnen. Aber aus dieser Laufzeitkurve, dieser Krümmung, dieser Diffraktion im Radagramm bei einer monostatischen Anordnung erlaubt eben die Abschätzung von C. Und wenn man mehrere solcher Diffraktionen hätte, na, also vielleicht hier noch eine, dann könnte man das ja auch dort machen. Dann hätten wir vielleicht hier so ein repräsentatives C1, ein anderes dort. Also man kann dann sogar eine Art Tomographie damit machen, also verschiedene Geschwindigkeiten, die verschiedene Bereiche beleuchten, wäre das dann schon in Richtung einer Tomographie. Also diese Information steckt in den Diffraktionen und die kann man dann nutzen, um auch ja, Geschwindigkeitsbestimmung machen zu können. Jetzt haben Sie Fragen soweit? Dann gehen wir weiter zum anderen Aspekt, nämlich die Auflösung und die Eindringung. Das können wir auch mal an der Tafel skizzieren. Nämlich, wie ist denn die Auflösung von beim Georadar? Da habe ich Ihnen das Ergebnis schon auf die Folie geschrieben, aber das können wir vielleicht hier an der Tafel darstellen, also Auflösung beim Georadar. Und zwar unterscheidet man da bezüglich der vertikalen und der horizontalen Auflösung. Vertikale Auflösung meint also, wie kann ich in vertikaler Richtung zwei Grenzschichten unterscheiden und horizontal eben, wie kann ich zum Beispiel zwei Objekte, die voneinander in einer lateralen Entfernung liegen, noch unterscheiden. Das sind unterschiedliche Größen oder die Auflösung ist unterschiedlich. Generell ist die vertikale Auflösung deutlich höher als die horizontale Auflösung. Und wir schauen uns mal die vertikale Auflösung zunächst an. Genau, da können wir so eine Skizze machen. Nehmen wir mal an, wir haben hier unsere Radagramme. Hier ist also die Zeit und hier ist wieder x aufgetragen. Und wir haben ein Modell. Welches jetzt sich aus einer horizontalen Schicht ist und eine Schicht, die etwas geneigt ist. Das wäre sozusagen so eine auskeilende Schicht, um einfach ein Kriterium ableiten zu können, wann können wir diesen Unterschied, diesen vertikalen Unterschied in der Schichtmächtigkeit noch unterscheiden. Das ist die Frage. Und wir gehen davon aus, dass wir wiederum so eine monostatische Anordnung haben. Also Sender und Empfänger sind an einem Punkt. Das heißt, die Wellen werden in sich reflektiert. Also auch hier würden wir dann davon ausgehen, dass wir so eine Reflexion haben, die in sich reflektiert wird. Das heißt, in dem Fall würden wir vielleicht hier ein Signal sehen
und dann etwas später das Signal von der Unterkante der Schicht. Hier in dem Fall würden ja diese beiden Signale sich nähern. Das heißt, hier wäre immer noch die gleiche Zeit, aber das untere Signal kommt einfach jetzt zeitlich früher an. Und in dem Fall würden die sich vielleicht irgendwie überlagern, sodass man sagen könnte, hier kann ich vielleicht das nicht mehr unterscheiden, hier kann ich das aber noch zeitlich trennen. Ich messe ja in der Zeit und will letztlich eine Auflösung in der Tiefe abgeben. Und jetzt ist die Frage, welches Kriterium verwende ich da? Und das Kriterium, was man allgemein verwendet, auch bei der horizontalen Auflösung, ist, dass dieser Laufzeitunterschied, ich nenne den mal hier, in dem Fall wäre dieser Laufzeitunterschied, nenne ich mal Delta T, das wäre also der Unterschied in der Ankunftszeit der Ober- und Unterkantenreflexion, das wäre in dem Fall hier das Delta T. Und hier ist es jetzt nicht mehr durch die Überlagerung so einfach einzuzeichnen. Das Kriterium ist, dass Delta T größer sein sollte als eine halbe Periode. Dann ist das noch visuell trennbar, auch rechnerisch trennbar. Und die Periode wäre die Zeit, die mittlere Zeitdauer des Signals. Können Sie sich vorstellen, wenn ich eine sehr kurze Periode habe, dann würde ich auch hier noch was trennen können. Es hängt also auch von der Länge des Signals ab. Und dieses T0 kann man abschätzen als 1 durch Frequenz und F0 wäre sozusagen sowas wie eine Zentralfrequenz des Signals. Beim Georadar werden das zum Beispiel 50 oder 100 MHz. Man hat so eine Zentralfrequenz einer Antenne, und unter der sie die meiste Energie abstrahlt. Und das könnte man zur Abschätzung dieser Periode dann verwenden. In der Praxis ist das Spektrum breiter. Das heißt, wir haben viele Frequenzen. Aber das ist sozusagen die dominante Frequenz und bildet die dominante Periode und damit das visuell, die visuelle Zeitdauer des Signals aus. Okay, und wenn also das größer ist als die halbe Periode, also wenn man sich vorstellt, dass wenn dieser Zeitdifferenz quasi hier ja, eine halbe Periode ist, dann ist das gerade noch so trennbar. Genau, und für Delta T kann man schreiben 2 mal Delta Z durch C, wobei das hier jetzt das Delta Z wäre, das wäre ja die zusätzliche Laufzeit, die die reflektierte Welle hat, um noch durch die Schicht zu gehen, wäre eben 2 mal Delta Z geteilt durch die Geschwindigkeit, wäre jetzt hier in dem in der Schicht C, 2 mal Delta Z durch C. Und daraus, wenn ich das dort einsetze, ergibt sich Delta Z ist C geteilt durch 4 mal F0. Und diese Größe C geteilt durch F0 ist die dominante Wellenlänge, die nenne ich mal Lambda 0. Dominante Wellenlänge. Also die dominante räumliche Ausdehnung des Signals im Erdinneren, die dominante Wellenlänge lässt sich bestimmen aus Geschwindigkeit durch F0. Also ist das Kriterium, dass das größer ist als Lambda 0 Viertel.
Also wenn die Mächtigkeit der Schicht größer ist als eine Viertelwellenlänge, dann kann ich sie noch unterscheiden, sonst eher nicht, weil dann der Zeitversatz in meinen Radargrammen kleiner ist als eine halbe Periode und dann ist es nicht mehr möglich. Also das ist ein allgemeines Kriterium, also ein theoretisches Kriterium. Wenn ich das annehme, Unterscheidbarkeit eine halbe Periode, ergibt sich das sozusagen in der Tiefe. Eine Viertelwellenlänge kann ich gerade noch unterscheiden. Ja, weil eine Viertelwellenlänge quasi hoch und runter wäre ja dann eine halbe Wellenlänge hier Unterschied. Das erzeugt dann die halbe Periode, die ich gerade noch unterscheiden kann. Das ist das Kriterium für vertikale Auflösung. Delta Z ist größer als Lambda Viertel. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken, denn das wollen wir heute ja auch abschließen. Deswegen würde ich das mit der horizontalen Auflösung Ihnen einfach als Schriftstück hochladen und dann können Sie das auch nochmal nachvollziehen. Das Ergebnis ist dieser Rechnung ist dieses hier, dass für die horizontale Auflösung ein anderes Kriterium gilt, wenn R also die Distanz ist, die zwei Objekte haben, dann hängt also die Unterscheidbarkeit von zwei Objekten im Abstand R muss also größer sein als halbe Wellenlänge mal Z0. Das wäre also hier die Tiefe einer solchen Schicht. Z0 haben wir jetzt mal als Tiefe hier bezeichnet. Das heißt, die laterale Auflösung, also die Unterscheidbarkeit von zwei Objekten, nimmt also auch mit der Tiefe stark zu. Das müssten wir jetzt ausrechnen, aber ich würde das aus Zeitgründen jetzt weglassen und Ihnen dann da hochladen. Genau, noch ein Aspekt, der, wir gehen mal wieder auf Vollbild hier. Noch ein Aspekt der Eindringung-Dämpfung haben wir im Prinzip schon ja, ganz zu Anfang diskutiert, dass also in einem leitfähigen Material die Welle in der Signalamplitude abnimmt. Das war dieser Exponentialterm, wo die Leitfähigkeit, deswegen steht hier Conductive Material, eingeht. Und man kann jetzt eine Tiefe definieren, wenn man also diese Exponentialfunktion analysiert und sagt, wenn die auf 1 durch E abgefallen ist, was ungefähr 37% beträgt, kann man da eine gewisse Tiefe definieren. Und diese Tiefe ist hier angegeben, die ist eben 1 durch Wurzel aus Sigma mu Omega. Die Begrifflichkeit ist Skin-Tiefe. Das ist die Tiefe, wo das, in der das elektrische Feld auf 1 durch E, also 1 durch Eulersche Zahl, 37% abgefallen ist. Was eben hier hauptsächlich eingeht, ist, hoffentlich können Sie das sehen, das Sigma, die Leitfähigkeit. Mu R ist etwa gleich 1 und die Frequenz. Also mit zunehmender Frequenz nimmt die Tiefe ab und gleichzeitig auch mit zunehmender Leitfähigkeit ist also dieses Abklingen mit der Tiefe stärker. Das ist ungefähr ein Maß für die Erkundungstiefe. Wenn man also etwa weiß, die Leitfähigkeit und die Frequenz, mit der man arbeitet, die Antennenfrequenz, kann man sagen, ich komme 5 Meter, 2 Meter oder nur 30 Zentimeter tief. Das ist so eine Abschätzung für die Eindringung. Das ist hier mal symbolisch in dieser Abbildung dargestellt. Wenn ich also so ein Material habe mit verschiedenen Zusammensetzungen und hier in dieser Schicht
oder hier im unteren habe ich eine hohe Leitfähigkeit, vielleicht durch Wasser bedingt, dann hätte ich ja Reflexionen aus geringen Tiefen, hätten ein scharfes Signal, und Reflexionen aus größeren Tiefen, zum Beispiel Tau 3, hätten ein eher einerseits schwaches Signal und auch die Frequenz des Signals wird geringer. Das ist also auch ein Effekt der Dämpfung, dass einerseits das Signal geschwächt wird, aber auch die Bandbreite, also die hohen Frequenzen, dem Signal verloren gehen. Deswegen nimmt auch die Auflösung, sowohl die vertikale als auch die laterale Auflösung, aufgrund der Dämpfung mit der Tiefe noch zusätzlich ab. Genau, das schränkt eben einfach die Erkundungstiefe ein. Wenn also die Skintiefe erreicht ist, sind die Signale einerseits so klein in der Amplitude, aber andererseits auch die Auflösung ist so gering, weil die Perioden so groß sind, dass also das Kriterium für vertikale Auflösung dann sehr hoch wird und da ich auch nichts mehr sehen kann. Also beide Effekte spielen gleichzeitig eine Rolle. Okay, jetzt noch ein paar Beispiele zum Schluss. Objekte, Leitungen zum Beispiel. Wenn man also eine Leitung verfolgen kann, ich glaube, das kann man hier ein bisschen reinzoomen, das sind jetzt Radarsektionen in einer solchen monostatischen Anordnung gemessen, eben Querprofile über vier Leitungen, die mal hier jetzt so dargestellt sind. Und da sieht man schön, dass sich solche Objekte, wie hier beschrieben, in der Laufzeitkurve als so eine Diffraktion eben in den Radargrammen deutlich abbilden. Also hier zum Beispiel eine kleine Diffraktion, Oberkante der Leitung, vielleicht auch von der Unterkante der Leitung, je nach vertikaler Auflösung, ob wir die Ober- und Unterkante noch unterscheiden können oder nicht. Also das würde sich so ausdrücken. Grundwasser, hatten wir gesagt, Grundwasser durch die Veränderung der dielektrischen Permittivität durch Wasser, starker Kontrast in den Geschwindigkeiten, eine starke Geschwindigkeitsabnahme, was zum starken reflektierten Signal führt. Und das wäre zum Beispiel in dem Beispiel hier ein starker Reflektor in den Radargrammsektionen, der hier so einen Sprung auch macht oder irgendwie sich mit der Tiefe verändert. Das wäre eine Kartierung der Oberkante eines Grundwasserspiegels. Auch eine Anwendung. Sie können Schatzsuche betreiben. Also hier ein Beispiel von einer Firma GGU Karlsruhe. Die machen sehr viel Georadar. Ich glaube, das ist sogar einer der Schwerpunkte dieses Ingenieurbüros. Und da war mal die Frage, was ist unter der Kirche? Schatzsuche, Gräber. Die haben also in den Gängen der Kirche flächenhaft Georadar gemacht, was ja sehr einfach geht, indem wir schnell Profile sehr eng abtasten, sehr engmaschig Profile machen. Und hier ist jetzt dargestellt, die sind Zeitscheiben des reflektierten elektrischen Feldes in einerseits, gut, das ist schon in Tiefe umgerechnet, mit einer gewissen Geschwindigkeit in Tiefe umgerechnet, letztlich sind es Zeitscheiben, also entsprechend einer Tiefe von 0,6 Meter hier oben und hier unten von 1,6 Meter. Man kann also da auch komplett durchfahren, um zu sehen, in welcher Tiefe habe ich jetzt reflektierte Energie. Und hier zum Beispiel beobachtet man in flachen Tiefen erstmal nichts, aber hier im Vorhof sozusagen, im Vorbau, hat man in 1,6 Meter Tiefe hier eine elektrische Anomalie. Und dieses Profil hier, AA' ist hier nochmal dargestellt, quasi als Radargrammsektion. Und da sieht man jetzt ein Gewölbe.
Also die haben das interpretiert, hier die Oberkante von dem Gewölbe, haben wir auch bei den Leitungen gerade gesehen. Da kann man also die Oberkante und Unterkante sehen. Oberkante des Mauerbaus, also man hat ein Gewölbe, da ist also quasi eine Gewölbenmauer. A wäre die Oberkante der Mauer, B die Unterkante der Mauer. Die Unterkante ist stärker, weil ja Gewölbe, also Mauer, Luft. Luft ist ein sehr starker oder hat eine sehr hohe Geschwindigkeit, also ein sehr starker Kontrast. Deswegen erscheint das hier prominenter als die Oberkante aufgrund des starken Geschwindigkeitskontrastes. Aber man sieht auch im Hohlraum Objekte hier eine als schwache Diffraktion, was auch immer da im Gewölbe ist. Und die Unterkante des Gewölbes. Man kann also in 2 Meter Tiefe ist dann die Unterkante des Gewölbes erreicht. Auch Ähnliches hat man auch hier beobachtet, auf dem Profil B, B-Strich. Noch ein Gewölbe hier in 1,6 Meter Tiefe. Das ist dann hier dargestellt. Auch hier ähnlich. Oberkante der Mauer, Unterkante der Gewölbemauer und dann sind wir also sozusagen hier im Gewölbe drin und hier hat man merkwürdiges Klingeln des Signals, das hat man jetzt hier als metallisches Objekt identifiziert. Eine Ritterrüstung oder Gold. Metallische Objekte sind eben sehr gute Leiter und führen zu Reverberationen, also zu quasi zu einem geführten Wellenfeld, was dann sekundär abstrahlen kann. So wurde es hier interpretiert. Und auch die Unterkante des Gewölbes ist da zu sehen. Genau, und zum Schluss noch ein Beispiel aus der Bohrlochtomographie. Wir haben bisher Beispiele von Oberflächenmessungen. Eine Arbeitsgruppe in Jülich, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, die machen Tomographie in Bohrlöchern mit Georadarwellen. Also hier das Bild des Messgeländes, das ist also ein Forschungsfeld, wo man solche Messungen auch erprobt und methodisch weiterentwickeln möchte. Hier ist das Ergebnis einer solchen Tomographie dargestellt. Also hier sehen wir verschiedene Bohrlöcher. Und dargestellt ist hier jetzt die relative Permittivität Epsilon R, also zwischen 8 und 24. Und wir wissen ja, hohe Permittivität kennzeichnet Wasser möglicherweise. Das heißt, diese hohen Permittivitäten um 2022 könnten Wasser sein, also wassergesättigte Sedimente, also eine Wasserzone, die dann hier in größeren Tiefen geht das ja eher runter wieder auf 10, 12, also der Wassergehalt eher wieder abnimmt. Eine mögliche Erklärung. Das würde auch mit dem Modell der Leitfähigkeit einigermaßen zusammenpassen, denn Wasser führt zu einer erhöhten Leitfähigkeit, zu einer erhöhten Dämpfung. Und das ist ähnlich auch hier in 4, 5 Metern Tiefen haben wir höhere Leitfähigkeiten, was also möglicherweise auch durch Wasser erklärbar ist. Hier die Daten in 2 Tiefen aufgezeichnet, also die Radargrammsektionen in 5 und 7,7 Meter Tiefe. Die können also durch so ein Modell können die beobachteten Radargramme und die modellierten Radargramme in dem Fall sehr gut nachgebildet werden. In dem Fall wurde also so eine Art Rekonstruktion mit vollständigen Signalformen durchgeführt, was eben erlaubt, sowohl die Geschwindigkeiten wie auch die Dämpfung zu rekonstruieren. Die Dämpfung hatte ja hauptsächlich einen Effekt auf die Signalform, während die Permittivität hauptsächlich einen Effekt auf die Ankunftszeit hat, also auf die Laufzeit. Gut. Das nochmal zum Schluss ein paar Beispiele. Zusammenfassend nochmal kurz, wir haben also Maxwell-Gleichungen angeschaut,
Grundlegende klassische Phänomene können damit beschrieben werden in verschiedensten Frequenzbereichen, haben bei hohen Frequenzen gesagt, dass es die Telegraphengleichung daraus ableitbar ist, die eben die Effekte beim Georadar beschreibt. Da haben wir zwei Terme identifiziert, einmal einen Dämpfungsterm mit der ersten Ableitung des elektrischen Feldes. Da war als Vorfaktor die Leitfähigkeit, das heißt die Dämpfung wird hauptsächlich durch Leitfähigkeitserhöhungen charakterisiert. Und dann hatten wir noch einen Wellengleichungsterm, das war vor den zweifachen räumlichen Ableitungen C, Quadrat ist 1 durch Wurzel aus μ mal Epsilon. Also die relative Permittivität ist da der maßgebliche Faktor, der die Geschwindigkeit der Wellen hier beschreibt. Genau, und dann haben wir verschiedenste Sachen uns angeschaut, vor allen Dingen die Auflösung, die vertikale Auflösung haben wir uns angeschaut, die also etwa eine Viertel Wellenlänge beträgt. Und wenn man mal abschätzt, wir haben Frequenzen im Megahertz-Bereich und Geschwindigkeiten geringfügig kleiner als Lichtgeschwindigkeit oder auch ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit, dann kommt man also auf Viertelwellenlängen, Lambda-Viertel kann man ja einfach hier ausrechnen, C durch F, auf Werte so im Dezimeter-Meter-Bereich, das wäre also die vertikale Auflösung. Damit kann man schon einige Strukturuntersuchungen im oberflächennahen Bereich machen. Wir haben weitgehende Analogie zur Seismik. Allerdings können wir diese Analogie nur dann ausnutzen, wenn wir auch diese Multi-Offset-Messungen machen, wie sie in der Seismik üblich sind. Das wird beim Georadar aufgrund des Aufwandes eher nicht gemacht, sondern es werden monostatische Anordnungen verwendet, weil man hauptsächlich Objekte suchen, kartieren will, finden will. Und das kann man mit dieser monostatischen Anordnung sehr gut machen, wie wir im Beispiel der Kirche zum Beispiel gesehen haben. Wenn wir so eine monostatische Anordnung machen und Diffraktionen beobachten, können wir trotzdem die Geschwindigkeiten rekonstruieren, nämlich über die Laufzeitkurve dieser Diffraktionen und können dann eben die Krümmung analysieren und Geschwindigkeiten trotz monostatischer Anordnung rekonstruieren. Genau, und klassische Anwendungsfelder aufgrund der hohen Auflösung und geringen Eindringung im 10er-Meter-Bereich und der häufig verwendeten monostatischen effizienten Messanordnung sind also Objektortung, Hohlräume, Leitungen, Gräber, Grundwasser. Dankeschön. Ja.